Ja, moin moin, liebe Angelfreunde. Heute melde ich mich von der Sonneninsel Fehmarn. Ein paar dunkle Wolken sind heute aufgezogen. Das passt natürlich auch ganz gut zum Thema. In den letzten 2 Jahren bestimmen leider viele negative Themen das Meeresangeln hier oben an der Küste. In erster Linie sind es natürlich die Angelverbote im Fehmarnbelt oder auch in der Kadettrinne in Mecklenburg-Vorpommern. Aber natürlich auch die Fangbeschränkungen beim Dorsch oder drohende Fangbeschränkungen beim Hering, beim Aal, Lachs, Meerforelle und so weiter. Ein drohendes Anlandegebot für quotierte Fischarten ab 2019, was die EU ja in der Schublade hat und eventuell umgesetzt wird im kommenden Jahr. Die Menschen hier oben an der Küste leben nicht nur vom Angeltourismus, sondern wir leben auch alle für den Angeltourismus. Wir leben für euch Angler und es wird natürlich auch weiterhin viel investiert, dass ihr, wenn ihr hochkommt, das schön habt an der Küste. Es werden die Häfen ausgebaut, die Angelkutter und Mietboote werden instand gesetzt und modernisiert. Also es ist ja alles angerichtet für euch, für einen Besuch hier oben an der Küste. Ja, auch wenn immer noch Zehntausende von Anglern hier an die Küste kommen, so sind die Anglerzahlen leider rückläufig. Wir haben 2017 einen Rückgang von 32% gehabt. Auch im ersten Halbjahr 2018 ist die Zahl leider immer noch leicht rückläufig gewesen. Jetzt im Sommer können wir allerdings Gott sei Dank ja den leichten ersten positiven Trend erkennen und hoffen natürlich, dass sich die Zahlen weiterhin positiv entwickeln, denn sonst wird es schwierig für alle Betriebe hier oben weiterhin ja, zu überleben. Bei all dem sollten wir natürlich nie vergessen, dass am Meeresangeln hier in Deutschland 180 Millionen Euro Umsatz dranhängen und alleine hier oben in diesen ja, strukturschwachen Regionen auch gut 400 Arbeitsplätze direkt und indirekt vom Angeltourismus abhängig sind. Wir Angler fordern die Abschaffung des Backlimits 2019. Ja, kommen wir zum Backlimit 2018 bzw. zum Backlimit 2019. Wir haben im September 2017 bereits eine Erhöhung für das Jahr 2018 gefordert, weil es durch den Rückgang der Angeltouristen absehbar war für uns, dass wir mit einem Backlimit von 5 bzw. 3 Dorschen die uns ja zugeteilten Fangmengen gar nicht erreichen können. So haben wir gesagt, in 2018 muss das Backlimit mindestens 8 Dorsche pro Angler pro Tag heißen. Man hat uns quasi und unsere Forderung nicht ernst genommen. Im Nachhinein hat die Wissenschaft dann doch festgestellt, dass wir gar nicht so verkehrt lagen mit unserer Zahlen, mit unseren Hochrechnungen, denn laut Wissenschaft haben wir Angler nicht 1754 Tonnen im letzten Jahr, sondern lediglich 932 Tonnen gefangen. Also wir haben unsere Fangmengen überhaupt nicht ausschöpfen können. Wir Angler fordern Verteilungsgerechtigkeit bei der Festlegung der Quoten. ICES hat im Advice für 2019 eine Erhöhung der Fangmengen für die kommerzielle Fischerei um 137% gefordert. Als das Backlimit eingeführt wurde, hieß es immer Verteilungsgerechtigkeit. Im ICES Advice sind wir Angler leider leer ausgegangen für das Jahr 2019, denn demnach sollen die Fangmengen der Angler nicht erhöht werden. Und da fragen wir uns, wie passt das zusammen? Ist Verteilungsgerechtigkeit lediglich eine Einbahnstraße oder war es nur dafür da, um uns Anglern das zu verkaufen und der Öffentlichkeit eine Fangbeschränkung zu vermitteln? Wir fordern von der Politik, wir fordern von der Wissenschaft Fairness und Gerechtigkeit bei der Festlegung der Fangmengen für das kommende Jahr 2019. Oft genug haben wir von der Politik und auch von der Wissenschaft gehört, dass wir Angler so viel fangen wie die kommerzielle Fischerei, was den Dorsch anbelangt. Dafür wurden dann immer die Zahlen der Jahre 2014 bis 2016 herangezogen. Wie wir alle wissen, ist das natürlich ein relativ kurzer Zeitraum, um Fänge ausführlich zu vergleichen. Und so haben wir gesagt, wir gucken uns einfach die Fänge mal ein bisschen weiter zurück an und haben die Zahlen von 1994 bis 2017 mal gegenübergestellt. Die kommerzielle Fischerei hat in den Jahren gut 470.000 Tonnen Dorsch in der westlichen Ostsee gefangen. Und wir Angler lediglich 50.000 Tonnen. Gut 10% der Gesamtfangmenge haben wir demnach entnommen. Da können wir also nicht erkennen, dass wir Angler ja, groß Einfluss auf die Bestände hatten in den letzten 25 Jahren, beziehungsweise können wir erst recht nicht erkennen, dass Angler so viel Dorsch entnehmen wie die kommerzielle Fischerei. Dorschbestände, die entwickeln sich aktuell sehr, sehr positiv. Für 2019 wird der Bestand an leichtfähigen Elterntieren bei gut 50.000 Tonnen liegen, also deutlich über der Schwelle zum sicheren Bereich. Und 2020 laut
Berechnung soll der Wert sogar bei 75.000 Tonnen liegen. Also der Dorsch ist nicht mehr gefährdet und so fordern wir halt die Abschaffung des Backlimits, dass wir Angler einfach wieder ohne Begrenzung Dorsche fischen können. Wir Angler fordern? Fairness von der Politik. Wir möchten doch gar nicht eine gleichwertige Erhöhung haben, sondern wir wollen doch nur 1.000 Tonnen mehr haben. Denn wenn wir 1.000 Tonnen mehr haben, dann sind wir nicht mehr bei 1.754 Tonnen, sondern bei 2.754 Tonnen. Das sind nämlich dann die Fangmengen, die wir auch ohne Backlimit nur erreicht haben. Das heißt, wenn wir 1.000 Tonnen mehr erhalten, dann muss das Backlimit ab 1. Januar 2019 wegfallen. Wir erwarten Fairness und wir erwarten Gerechtigkeit. Und es hieß bei der Einführung des Backlimits immer, es dient der Erholung der Bestände. Wenn wir im nächsten Jahr bei 50.000 Tonnen sind und damit im sicheren Bereich, wo muss sich dann in Zukunft noch was erholen? Also, liebe Politiker, liebe Wissenschaftler, haltet euer Wort. Das Backlimit muss weg. Wir Angler fordern Unterstützung für den Angeltourismus. Wir Angler fordern Solidarität mit dem Angeltourismus. An dieser Stelle möchten wir nochmal darauf hinweisen, dass die Erholung der Dorschbestände nichts, aber auch wirklich rein gar nichts mit einer Beschränkung der Fangmengen der Angler zu tun hat. Die Dorschbestände, die Erholung ist abhängig vom 2016er Jahrgang. Zur Erinnerung, das Backlimit gilt seit 1. Januar 2017. Das heißt, die Erholung der Dorschbestände hat bereits eingesetzt, bevor Angler in den Fangmengen beschränkt wurden. Ja, liebe Angler, Angeltourismus ist mehr als nur ein oder zwei Dorsche aus dem Wasser ziehen. Angeltourismus hat eine wichtige Bedeutung hier oben von der wirtschaftlichen Seite her für die Region. Deshalb appellieren wir noch einmal an die Politik, dieses bei der Festlegung der Fangmengen für 2019 zu berücksichtigen und Fairness und Gerechtigkeit walten zu lassen. Die Dorschbestände, die Entwicklung der Dorschbestände macht eine Erhöhung der Fangmengen für uns Angler nicht nur möglich, sondern sogar erforderlich, wenn man einfach die wirtschaftliche Bedeutung des Angeltourismus hier mal oben an der Küste berücksichtigt. Und liebe Angler, zeigt euch solidarisch mit dem Angeltourismus, zeigt euch solidarisch mit uns, kommt weiterhin an die Küste, geht eurem Hobby nach. Wir hoffen, ab 2019 ohne Fangbegrenzung, ohne Fangbeschränkung. Und ja, Angler fischen nachhaltig und selektiv. Natürlich nutzen wir auch die Natur, aber wir schädigen sie ja nicht. Und das ist einfach das Wichtige, was jeder eigentlich mal verstehen sollte. Wir nutzen eine Ressource Fisch, aber auch mal ehrlich, was gibt es denn Geileres als einen selbstgefangenen und frisch zubereiteten Fisch? Also, wir sehen uns an der Küste. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald.